klar, dass du Rudi entlassen willst? Jawohl, der Chauffeur geht. So, darf ich fragen, warum er geht, Rudi? Der Chauffeur geht, weil ich es so wünsche. Deine Eifersucht ist geradezu lächerlich. Meine Nervosität auch. Idiot! Der Chauffeur soll eintreten. Herr Direktor, warum geht unser Rudi eigentlich? Der Chauffeur soll eintreten! Herr Direktor, verzeihen Sie bitte, aber ist es wirklich wahr, dass unser Rudi... Hinaus! Rein! Herr Direktor, unser Wagen ist reisefertig. Sie meinen wohl der Wagen meiner Frau? Jawohl. Verzeihung, ich bin etwas zerstreut. Eben. Deshalb muss ich Sie auch entlassen. Darf ich den Grund wissen? Begrüßen Sie denn gar nicht, Herr Lind. Hier sind Ihre Papiere, hier ist Ihr Monatslohn. Mir wirklich leid, dass Sie uns verlassen. Ganz meinerseits, Frau. Hier haben Sie ein kleines Amulett von mir. Wirklich reizend. Meinen verbindlichsten Dank, Frau. Zum Andenken. Für mich? Oh. Und wer ist denn der Durchgestrichene? Das ist doch bloß mein Bräutigam. So. Herr Lind, hier ist Ihre Lieblingstorte. Die hat Ihnen doch immer so gut geschmeckt. Ich werde sie auch nie vergessen. Nicht? Auch. Oh. No, 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 no. Ein Fischerjunge, steh auf in alter Früh, dann geh zu meinem Bachen und schau den Fischen zu. Ja, wer ist denn? Duschek. Hier ist der Duschek. Ja, Herr Duschek. Bitte schön, guten Tag, Herr Duschek. Ich komme in der Rechnung. Ja. Ich kann es nicht anders mal kommen, Herr Duschek. Ohne Gültigkeit nicht weg, das sag ich Ihnen. Nicht zu laut, nicht zu laut. Was haben Sie denn? Oh. Ja, Herr Graf. Komm schon bitte, Herr Graf. Ich bin schon da, Herr Graf. Das ist ein schöner Fluss. Kinder, ich bringe einen frischen Umschlag. Ah, ja. Was ist denn los? Schrecklich. Ja, Herr Graf. Ah, ja. Oh. Leben Sie noch, Herr Graf? Was? Ist gut, ein bisschen Massage. Das ist gut, Herr Graf. Warten Sie, ich bringe einen frischen Umschlag. Ah, ja. Er kennt mich gar nicht mehr. Was fehlt ihm denn? Dabei haben wir nicht einmal Geld auf Eis. Ja, Herr Graf. Schrecklich. Da kommen wir vielleicht morgen wieder. Ja, Herr Graf. Du Schick, ja. Da haben Sie. Was denn? Aber Eis. Aber nein. Ich danke, Herr Duschek. Heutige Besserung. Danke, Herr Duschek. Ja. Ich bin ein Fischerjunge. Steh auf in eurer Früh. Dann geh zu meinem Bachen und ich schau den Fischen zu. Wir sind los wiederum. Ja, Herr Graf, sind schon zu Hause? Ja.
Da ist deine Lieblingstorte. Hier ist dein Amulett. Deine neue Abschiedsfotografie. Schon wieder aus. Mhm. War er wieder eifersüchtig, der neue Herr? Anscheinend ja. Und dabei will ich nicht, dass sie meine Ruhe haben. Sie müssten sich auch einen anderen Beruf suchen, Herr Graf, wo Sie mit Frauen nicht so direkt in Berührung kommen. Viel Auswahl habe ich ja nicht. Was kann ich denn schon? Chauffieren, reifen, das bisschen, was man so zur Landwirtschaft braucht. Naja. Was ist das? Das ist der Monatslohn? Na? Ja. Der Monatslohn. So. Das für die Miete. Ja. Das fürs Telefon und elektrisches Licht. Und fürs Gas. Ach ja. Gasrechnung muss auch bezahlt werden. Und du hast ja auch schon ewig keinen Lohn bekommen. Seit März. Nein, seit Februar. Na ja, der Februar ist ja sowieso so ein kurzer Monat. Also da hast du wenigstens einen Teil. Ja. Na bitte, dann zahle ich davon die Gasrechnung und in Dusche gebe ich auch Zähne. Franz. Franz, glaub mir, es ist das Beste, wenn wir uns trennen. Oh, Herr. Ja. Mich bringen Sie nicht weg, Herr Graf. Nein. Ihr habt beim Papa die guten Zeiten mitgemacht, etwa? Da wäre dann nicht so schlecht. Und sie hat eine andere Marmelade genommen. Mhm. Nein, nein, mich bringt man von da nicht weg. Ich bleibe. Es ist ein anderer Teig. Es ist unbedingt. Ehrlich, man kann sich auf nichts freuen. Herr Graf, Sie werden sehen, es wird alles in Ordnung kommen. In beste Ordnung. Na ja, schließlich haben wir doch die Aktiven. Na, natürlich haben wir Aktiven. Bitte schön. Und wir haben doch das Jagdhaus. Ja, das so überschuldet ist, dass es kein Mensch kaufen will. So, dann haben wir den Marmorsteinbruch. Du, erinnere mich bloß nicht daran. Dieser blöde Schein, wo ist er dran schuld, dass ich jetzt so da sitze? Na bitte, das Geld, das der Papa hineingesteckt hat, das werden wir schon wieder herausholen. Ja, ja. Und eines Tages werden Sie vielleicht reich heiraten. Ich hab schon alles arrangiert. Was? Ich sag, ich hab schon die Carmen hat angerufen. Ja? Die Carmen, die Tochter von diesem reichen Kaffeehändler, von diesem Verrückten, ja. Und jetzt sind sie auf der Durchreise. Na und? Na ja, die liebt sie doch. Mich, musst du hören? Und heute ist Galaabend im Grand Hotel. Und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt, nicht wahr? Und habe den alten Zambesi mitsamt seinen Töchterl für heute Abend ins Grand Hotel eingeladen. Ach. Natürlich in ihren Namen. So, und du glaubst, dass ich hingehen werde? Müssen sie ja, ne? Man kann doch eine Dame nicht aufsitzen lassen. Gibt es denn für dich wirklich keinen anderen Mann als diesen Grafen Lerchenau? Au! Nein, Papa. Wenn er sich heute wieder nicht äußert... Ich weiß, dann stürzt du dich in Wasser. Ich weiß. Im Gegenteil. Dann halte ich ihm seine Hand an. Ein Mädel soll so schön sein, so reich und so blöd. Au! Ich könnte sie an die Wand schleudern. Der alte Zambesi, der verkauft vielleicht 5.000 Säcke Kaffee wöchentlich. Was, 2.000 verkauft er wohl ganz bestimmt. Hallo? Ja, bitte, ist das Grand Hotel? Ja, hier spricht Lind. Bitte, der Tisch, der für mich für heute Abend bestellt wurde, wird nicht benötigt. Ja, danke. Ja, aber der Tisch für den Grafen Lerchenau bleibt reserviert. Ich habe dir doch schon 100-mal gesagt, dass ich kein Graf bin, sondern ein Chauffeur. Und dass ich nicht Lerchenau heiße, sondern Lind. Und sag mal, er verkauft mir 1.000 Säcke. Ist ja auch schön, steinreicher Mann. Schauen Sie, Herr Graf. Ich habe Ihnen doch noch nie schlechte Ratschläge gegeben. Ja, das weiß ich ja. Und der heutige Abend, der kann ja ein Wendepunkt in Ihrem Leben sein. Ein Traum. Wird manchmal wahr, so schön und wunderbar. Ein süßer Rausch voll Verlangen nimmt uns restlos gefangen, denn man ist so verliebt. Man schwebt im Himmelshöhe, die Welt dann so schön, der Himmel hängt voller Geigen und es ist ihm plötzlich klar, ein Traum wird manchmal. Komm später! Warte doch, ich bin Graf Merz. Papa!
Ich bin hier, Herr Pfiffer. Danke schön. Darf ich schon servieren lassen? Noch nicht, ich warte. Aha. Ach, das ist ja bei mir schon gewöhnt, nicht wahr, Heinrich? Jawohl. Herr von Schröder warten ja zumeist auf irgendjemand. Zumeist? Immer. Aber das macht nichts. Da habe ich wenigstens Zeit zum Nachdenken und zum Dichten. Ja, ich weiß, Herr von Schröder, machen ja die vielen Reklameverse um. Ich meine, die vielen Reklameverse, die man überall sieht in der Straßenbahn. Und überall. Schauen Sie, und da ist mir gerade im Auto wieder was eingefallen. Putz das Silber mit Sudol und die Zähne mit Odol. Aber mach's nicht umgekehrt, denn ich glaube, das verstört. Ist gut. Blöd. Ja, aber gut blöd. Das ist sogar so blöd. Aber man verdient Geld damit. So ist es. Diese Woche brauche ich noch Verse für Aspirin, Biomals, Pyramidon und Pulrichsalz. Ach, und da warten Herr von Schröder jetzt, dass Ihnen darauf was einfällt. Nein, heute warte ich auf etwas ganz anderes. Fällt Ihnen das? Hm? Schön, was? Ach, ja. Heute warte ich nämlich auf meine Braut. Oh. Na, da gratuliere ich. Ist Herr von Schröder schon da? Jawohl, gnädige Frau, im Speisesaal. Danke. Bitte tausendmal um Verzeihung. Das ist mir noch nie passiert. Mir auch noch nie. So ein Pech. Ein Glück, dass das nicht auf der Straße passiert ist. Bitte geben Sie mir die Perlen. Aber bitte gern. Hoffentlich hat der keine geschluckt. Sie haben meine geschluckt? Ich? Nein, der Hund dort. Ach so. So. Jetzt haben wir noch die. Was machen Sie denn da? Da war noch eine. Ich glaube, jetzt haben wir alle. 185 waren es vorher. Wir müssen jedenfalls nachzählen. Ja, das müssen wir unbedingt. Vielleicht in der Bar. Hm? Gut. 12, 13, 14, 15, 16, 30, 33. 18, 19. Nicht so laut, ich kann ja nicht zählen. Verzeihung. 35, 36, 37, 38, 39. Bitte nicht so laut. Verzeihung, nehmen die Herrschaften etwas? Vielleicht eine Wermut? Pfiffer auch einen Wermut? Vielleicht lieber einen Sherry? 50, 51, 52, 39, 40, 53, 54. Sie sind ja echt. 53, 56, der Gemahl sollte die Perlenkette zu Weihnachten knüpfen lassen. Ich habe keinen Herrn Gemahl. Ach, Sie sind ledig? Also verloren. Jetzt habe ich mich geirrt. Geschieden bin ich. Ach so. Kann ich wieder von vorn anfangen. Wie? Hier. Ach. Hier. Jetzt kann ich auch wieder von vorne anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, Herr von Schröder? Ist dir noch Aspirin schon etwas eingefallen? Natürlich. Bei Fieber hilft nur Aspirin. Man schwitzt und dann vergeht die Blut. Viele nehmen Vaseline. Aber das ist nicht so gut. Blöd. Na, ist doch gut. Da ist mir noch was eingefallen. Nimm Biomals zur Kräftigung, dann hast du eine Beschäftigung. Das ist gut. Jawohl, bitte sofort. Das ist sogar sehr gut. Ich möchte gerne etwas nehmen. Nimm Biomals zur Kräftigung, dann hast du eine Beschäftigung. Was? Oh, entschuldige. Verzeihung, das gehört zu einem anderen Tisch. Bitte? Danke.
Was ist denn? Wir warten noch. Selbstverständlich. 27, 28, 29, 30, so. Eigentlich könnten wir jetzt etwas essen, hm? Denn vor Mitternacht werden wir mit dem Zählen ja doch nicht fertig. Bitte reden Sie nicht immer, sonst irre ich mich wieder. 47, 48, 49. Versäumen Sie eigentlich nicht, meinetwegen? Nein, absolut nicht. Doch. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Hallo, wo wollen Sie denn hin? Ich bin sofort wieder da. Aber meine Perlen! Nein, hier haben Sie keine Angst. Der Herr kommt bestimmt zurück. Glauben Sie? Wenn der nicht zurückkommt, dann fresse ich einen Besen. Was habe ich schon davon, wenn Sie Besen fressen und meine Perlen sind weg? Ja? Ja? Da kann man gratulieren, Herr Graf. Was ist schön? Was mache ich denn mit dem Kaffee? Mit Kaffeehändler? Wieso denn? Was für eine Ausrede? Aber nein, bitte, aber Herr Quisendorfer, der selige Herr Papa hat immer gesagt, wenn man eine Dame aufsitzen lässt, gibt es nur eine Entschuldigung, einen Todesfall. Na, das ist doch großartig. Dann sag eben, dass ich gestorben bin. Nee, ich kann doch nicht sagen, gestorben. Nein, das wirft mir doch die ganzen... Was? Hallo? Entschuldigung. Kinder. Gestorben, ich kann nicht sagen, gestorben. Schon. Eva, ich habe recht, ja. Der Herr kommt schon zurück. Wirklich? Er macht nur ihretwegen einen kleinen Umweg. Haben Sie Briefpapier? Selbstverständlich, Eva. Bitte, die Frau, schnell, schnell, schnell. Er kommt, er kommt. Rasch, rasch, rasch. Oh, danke. Und hier sind noch vier Perlen. Stimmt, jetzt haben sie alle. Zahlen Sie. Nun macht man einen Scherz. Haben Sie den heutigen Abend schon vergeben? Nein. Warum fragen Sie? Weil ich ihn auch noch nicht vergeben habe. Und ich wäre sehr glücklich, wenn wir zusammen Abendessen könnten. Meinetwegen. Aber nicht hier im Speisesaal. Nein, nein, das möchte ich auch lieber nicht. Aber gleich neben dem Speisesaal ist ein kleiner Wintergarten, den die wenigsten Gäste kennen. Darf ich Sie führen? Ja. Sie, sagst dem Heinrich, er kann servieren. Jawohl. Aber für mich allein. Jawohl. Vergessen, mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist... Nein, nein, nicht. Ich sage Ihnen ja auch nicht, wer ich bin. Und warum? Ich sollte mich heute Abend verloben. Sie auch? Ich auch? Was? Und Sie haben Ihre Braut so einfach aufsitzen lassen? Sie haben Ihr Bräutigam ja auch aufsitzen lassen. Das ist etwas ganz anderes. Ich bin ja schließlich eine Frau. Süß. Wie? Der Kaffee. So. Ich dachte schon, jetzt kommt eine Liebeserklärung. Verlieben? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass viele von Liebe reden und etwas ganz anderes meinen. Wieso? Jetzt ist mir alles egal. Bringen Sie mir endlich zu essen und zu trinken. Sehr wohl, mein Herr. Thank you.
Vielleicht ist ihm etwas passiert. Ach, du willst ihn nur in Schutz nehmen, aber für so etwas gibt es keine Entschuldigung. Für so etwas gibt es... Franz! Franz! Ja. Ist etwas geschehen? Danke. Stehen Sie... Ach, bleiben Sie. Stehen Sie sich. Danke. In der Früh ist er fortgegangen, gesund und rosig. Und Mittag hat er schon die Masern gehabt. Ja, aber Masern bekommen doch nur kleine Kinder. Die großen Masern bekommen für Erwachsene. Und solche Masern, bitte, solche Masern. Und um 1 Uhr war es aus. Und um 2:30 war ich... Um 2:30 war er nicht mehr zu retten. Ein Mann mit 55 Jahren. Von wem sprechen Sie denn eigentlich? Vom Onkel. Vom Verstorbenen. Aus. Sie, Franz, Sie glauben, Sie können mich zum Narren halten. Mir hat einmal eine Zigeunerin prophezeit, dass ich ihm jetzt jemanden erschlagen werde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie derjenige sind. Bitte, Herr von Zambesi, ich werde vielleicht später vorsprechen, bis Ihr Jähzorn verraucht ist. Was haben Sie sich eigentlich gedacht, als Sie mich heute Abend eingeladen haben? Ich meine, wie haben Sie sich den Verlauf des Abends vorgestellt? Ich habe mir gedacht, dass wir zusammen Abendessen, dann nett plaudern, ein bisschen tanzen. Bitte. Ich mache Ihnen eine heiße Liebeserklärung. Mit einem Wort, das übliche Programm. Wissen Sie etwas Originelleres? Vielleicht. Vor allem bezahlen Sie einmal die Rechnung. Das ist sehr originell. Dann bestellen Sie ein Auto. Dann geben Sie mir meinen Mantel. Und jetzt geben Sie mir die Rosen. Und jetzt geben Sie mir mein Täschchen. Ich muss dort irgendwo liegen. Ja, Augenblick. Es ist weg. Und sie ist auch weg. Rasch, rasch, warten schon. Aufstehen, bitte. Morgen. Gut geschlafen? Wer ist die Frau? Was für eine Frau? Die Frau mit den 185 Perlen. Achso, Sie haben die kleine Zambese wegen einer Frau aufsitzen lassen? Mhm. Ach, das hätte ich mir denken können. Aber man kann sie keine 5 Minuten allein lassen. Wenn ich sie mir persönlich hingebracht hätte. Zum Glück habe ich noch eine Annonce gefunden. Bitte. Die Marmorschurf AG sucht einen jungen, verlässlichen Chauffeur zum sofortigen Eintritt mit Jahreszeugnissen. Das ist doch nichts für mich. Wieso? Warum? Warum? Weil ich kein Jahreszeugnis besitze. Hm? Ja, bis jetzt. Also, bitteschön. Was ist denn das? Das ist das Jahreszeugnis. Was? Ja. Graf Lerchinger schreibt den Chauffeur Rudolf Lind ein Jahreszeugnis. Eigentlich hast du recht. Warum soll ich mir kein Jahreszeugnis ausstellen? Eben. Sogar ein sehr gutes. So ist es. Ich war hier immer sehr zufrieden mit mir. Natürlich. Also bitte schreiben Sie. Datum? Bitte?
Zeugnis. Respektsrand. Endesgefertigter. Endesgefertigter bestätigt hiermit, dass der... Wer ist die Frau? Naja, sie. Ach so, ja. Ich. Ein süßer Rausch voll Verlangen nimmt uns restlos gefangen, denn man ist so verliebt. Hallo? Ach, Sie sind... Liebste Alice, ich war wirklich sehr böse. Nein, nein, nicht auf Sie. Auf Ihren Bruder. Auf welchen Bruder? Ach so. Ja, der ist schon wieder abgereist. Also, Sie waren 3 Jahre lang beim Grafen Lerchenau, ne? Jawohl, Herr Präsident. Soll ein netter Mensch sein. Der Graf Lerchenau? Ein sehr netter Mensch, Herr Präsident. Man erzählt sich, dass er ein sehr flottes Leben hinter sich hat. Die Leute übertreiben immer, Herr Präsident. Na, ich erinnere mich da an eine Geschichte von ihm, die ich natürlich nur vom Hörensage kenne, in die auch der Konsul Hirsch verwickelt war. Das ist schon so lange, sehr lange her, Herr Präsident. Der Herr Graf führt in letzter Zeit ein sehr solides Leben. So, so. Ja, und wann haben Sie denn den Posten aufgegeben? Ja, der Herr Graf chauffiert jetzt selbst. Sind Sie ein sicherer Tourenfahrer? Gewiss, Herr Präsident. Also, warten Sie draußen einen Augenblick, ja? Sagen Sie, gibt es hier viel weibliches Personal im Haus? Leider nein. Der Präsident ist doch verheiratet. Ah. Naja, aber eine Freundin oder sowas Ähnliches hat er doch, hm? Aber wo? Ja, aber eine hübsche Privatsekretärin ist doch sicher da. In seinem Haus gibt es nicht einmal eine Köchin, Herr. Was? Nicht einmal eine Köchin? Nein. Das ist ein Haus für mich. Was? Kommen Sie herein. Also, ich habe inzwischen beim Grafen Lerchenau angerufen, um über Sie noch eine mündliche Auskunft zu erhalten. Da haben sich Herr Präsident sicher umsonst bemüht, denn um diese Zeit ist Graf Lerchenau nie zu Hause. Wieso? Ich habe doch Graf mit ihm gesprochen. Mit dem Graf Lerchenau? Ja, natürlich. Er wollte mir zwar telefonisch keine Auskunft geben, aber er hat zufällig in der Nähe zu tun und kommt persönlich hierher. So. Ja. Herr Graf Lerchenau. Ich lasse bitten. Darf ich bitten, Herr Graf? Lerchenau? Sehr angenehm, lieber Graf. Gott, lieber Mensch. Also, das ist wirklich reizend von Ihnen, lieber Graf, dass Sie sich persönlich bemühen. Ja, selbstverständlich. Na, wenn es sich um den lieben Lind handelt, nicht wahr, so ist das selbstverständlich. Ja, lange nicht, lieber Graf, ja. Danke, bitte Ihnen sofort. Darf ich Ihnen auch was zu trinken bringen, lieber Graf? Ja, natürlich, bitte schön. Wermut oder Cognac? Beides. Beides, bravo, das lobe ich mir. Moment. Da ist meines. Jetzt, auch wieder. Also, Prost. Prost. Ganz spezielles. Prost. Ganz spezielles. So, darf ich bitten, lieber Graf? Danke, ich. Noch später. Also, noch später. Ist er laut? Ist er laut? Aber bitte. Selbstverständlich. Natürlich. Ja, schon ein bisschen über, aber... Verzeihung, Herr Graf, darf ich Herrn Graf daran erinnern, dass Herr Graf nicht so viel Alkohol trinken dürfen? Link, warten Sie draußen. Warten Sie draußen.
Es ist sehr fürsorglich, aber ich lasse mich nicht gern kontrollieren. Ja, Prost, Prost. Also diesen Kerl schmeiße ich hinaus. Wen? Ach, nichts. Flerilau, Sie glauben gar nicht, wie oft ich schon über Sie gelacht habe. Ja, über mich? Oder besser gesagt, über Ihre verschiedenen Liebesgeschichten und so. Wieso? Naja, die waren ja im Golfclub immer Tagesgespräch. Tatsächlich? Aber nach all den Sachen habe ich mir Sie eigentlich ein bisschen jünger vorgestellt. Wieso? Ich meine, das ist ja... Sie sagen es mal. Wie ist denn damals die Geschichte mit dem Hirsch ausgegangen? Mit was? Sie wissen doch, nicht? Ach so, den Hirsch, den habe ich geschossen. Sie haben ihn erschossen? Was denn? Ein Schuss und er ist da gelegen, der gute Hirsch. Dann ist es also doch zu einem Duell gekommen? Wer ist gekommen? Sagen Sie mal, wie hat denn das die arme Frau aufgenommen? Was für Frau? Die Frau von dem Hirsch. Der Hirsch hat eine Frau gehabt? Der Hirsch hat eine Frau gehabt? Ja, natürlich, die Frau Hirsch. Ah, die Frau Hirsch? Ja, ne, ich sag immer so. Die Hirsch, nämlich, also, für was für einen Hirsch sprechen Sie überhaupt, Präsident? Vom Konsul Hirsch, natürlich. Vom Konsul Hirsch? Vom Konsul? Ja. Ja, den kennen Sie doch nicht. Den kennen Sie nicht? Den kenne ich nicht. Was? Nicht weg. Nicht die wegputzen, sonst schmiert man sie hinein. Und die Bürste tragen Sie immer bei Sie? Ja, natürlich. Das habe ich immer bei mir schon seit 25 Jahren. Bürsten, Schuhlöffel, Möpfler, das habe ich immer bei mir. Also, Graf Lehrerlau, Sie sind wirklich ein Original. Schaut, dass wir uns jetzt schon früher kennengelernt haben. Ja, mir ist auch leid, um wieder mal auf diesen Link zu kommen, auf den Chauffeur. Er ist eine Perle. Na, den lasse ich selbstverständlich nicht mehr aus, der wird engagiert. Das freut mich, Herr Präsident. Legen Sie die beiden Aktenmappen ins Auto. Der Präsident fährt Ihnen die Frau abholen. Was für eine Gefahr? Sie haben doch gesagt, in diesem Haus gibt es nicht einmal eine Köchin. Ich spreche von der Nichte des Herrn Präsidenten. Da kommt er schon. Valeriestraße 40. Ich kann also morgen wirklich mit dir fahren? Aber natürlich, ich habe 6 Steinbrüche zu inspizieren. Und vom letzten haben wir höchstens noch 8 Kilometer bis zum Haus deiner Freundin. Das ist ja fabelhaft. Wohin darf ich fahren? Sie? Ah, das ist mein neuer Chauffeur. Wann fährst du zum italienischen Konsulat? Sie zum italienischen Konsulat sollen's fahren. Jawohl, bitte sehr. Gleich zurück, ja? Alle Achtung, das haben Sie sehr geschickt gemacht. Wieso? Ich finde es wirklich rührend von Ihnen, dass Sie einen Chauffeur spielen, nur um in meiner Nähe zu sein. Oh, Sie irren sich, Neva. Ich spiele keinen Chauffeur, ich bin Chauffeur. So? Darf ich um Ihre Papiere bitten, Herr Chauffeur? Bitte? Soll wirklich heißen, dass Sie sich als Chauffeur Ihr Brot verdienen? Nur ab und zu, Ehefrau. Gestern zum Beispiel war ich stellungslos. Und als stellungsloser Chauffeur laufen Sie im Frack im Grand Hotel herum und wagen es, eine Dame zum Abendessen einzulassen? Ich wollte mich ja vorstellen, aber gnädige Frau... Schweigen Sie. So, die Pässe sind in Ordnung. Also morgen um 7:30 Uhr früh holen Sie zuerst die gnädige Frau ab und dann mich. Jawohl, Herr Präsident. Da ist der Koffer und da ist die Hutschachtel. Guten Morgen. Guten Morgen. Verzeihung, wenn Ihre Frau wünschen, werde ich selbstverständlich noch heute meine Stellung verlassen. Und wie soll ich dann zu meiner Freundin kommen? Ich kann doch ihretwegen nicht alles umdisponieren. Ja, ich dachte,
Nach dem, was zwischen uns vorgefallen ist? Zwischen uns ist gar nichts vorgefallen. Nee, Frau Wünschen, also... Ich wünsche, dass Sie diesen Abend ein für alle Male vergessen. Verstanden? Ich werde mich bemühen. Grüß Gott! Wir müssen einen Augenblick warten. Ich habe nämlich noch jemand eingeladen. Wen denn? Da ist er ja. Halt! Links, bezahlen Sie den Wagen. Der Präsident? Sind aber pünktlich. Na, nicht wahr? Darf ich bekannt machen, Graf Lerchenau? Christian, ja, angenehm. Fahrt Sie mit? Ja, natürlich. Nein, na, da werden wir sehr lustig haben. Sehr fähig. Ach, gehen, Vorsicht, Vorsicht! Na, ist das nicht ein Original? Vorsicht, nur Vorsicht! Jawohl. Guten Morgen, Herr Graf, guten Morgen. Sag mal, du bist wohl wahnsinnig geworden. Er hat mich ja eingeladen. Ja, danke, Rufen hat mich eingeladen. Hast du annehmen müssen? Natürlich, nur ihretwegen. Es musste doch jemand auf der Reise bedienen. Hast du wenigstens die Wohnung anständig abgeschlossen? Alles, alles. Bitte, hier sind die Schlüssel. Ja, behalte sie bei dir. Ja. Also fahren wir jetzt. Ja, Präsident. Ja. Bitte, Herr Graf, fahren Sie langsam, sonst wird man schnell. Geh schon. Bitte schön, Herr Graf, steigt mal ein. Bitte, danke. Halt, halt! Sie haben ja was vergessen! Ach, dem, so was Blödes! So was Blödes! Ja, was haben Sie da alles mitgenommen? Ja, das mache ich immer so. Das ist eine Spezialität von mir. Also abfahren wir. Halt, halt! Halt, der Bürsten fehlt mir ja noch. Da liegt ja hier nichts. In der Blind ist er auch. Na, also danke. Abfahrt! Schalt doch bitte das Radio ein. Mein Traum wird manchmal wahr, so schön und wunderbar. Ein süßer Rausch voll Verlangen nimmt uns restlos gefangen, denn man ist so verliebt. Man schwebt im Himmelshöhe, die Welt ist dann so schön, der Himmel hängt voller Geigen und es ist dir plötzlich klar, ein Traum wird manchmal. Guten Appetit, danke, Präsident. Verzeihung, der Präsident hat mir noch immer kein genaues Ziel angegeben. Ja, richtig, wir überdacht im Jagdhaus von Grafen Lerchenau. Wirklich? Der Graf Lerchenau will mir nämlich seinen Marmorsteinbruch zeigen. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Herr Graf, im Jagdhof ist mir gestern nichts vorbereitet. Wichtige meine Angelegenheiten, dann schauen Sie lieber auf den Weg. Nicht. Bin zu laut. Jagdhaus, Graf Lerchenau? Da ist mein Jagdhaus. Das ist aber entzückend. Ah, Jagdhaus. Ja. Und ein Steinbruch. Ah, der ist ja kolossal. Ja, das ist kolossal. Ja, weiß man sei, Herr Graf. Ja, so eine Überraschung, Herr Graf. Ja, das ist nett, das ist nett, das ist nämlich der... Fichtnäuler, das ist mein Jäger. Ja, okay. Alles in Ordnung. Alles in schönster Ordnung, Herr Graf. Bravo, bravo. Ja. Und gestern habe ich zwei Hirsche bestätigt. Haben Sie es bestätigt? Ja, habe ich bestätigt. Hat es bestätigt. Sehr fein. Na, also, da können wir sie gleich schießen. Ja. Herr Graf, da werde ich vielleicht gleich die Gewehre bereit. Was, Herr Graf? Sind Sie wahnsinnig?
Jetzt in der Schulzeit? Sie sind aber ein Hornobst. Na was, passen. Schrecklich, er hat dazu einen Heuschnupfen, das ist, und ich bin so empfindlich. Ja, ich auch. Jo, bitte, führen Sie dich mir Frau ins Haus. Und ich werde Ihnen jetzt den Stempel zeigen. Bitte, Herr Präsident, bitte. Ja, jetzt sitzt es mir auch schon in der Nase. Ja. Danke. Jetzt weiß ich nicht, bin ich tapert oder bin ich... Lippenstumpfen. Sie nicht. Was? Sie haben den Wagen noch immer nicht gewaschen? Ich habe zuerst einmal mich selbst gewaschen, weil mir war nämlich so heiß. Zuerst haben Sie den Wagen zu waschen, das ist das Wichtigste. Jawohl, Ihre Frau, aber ich wollte... Ich wünsche keine Unterhaltung. Waschen Sie den Wagen und lassen Sie sich durch nichts abhalten. Gute Unterhaltung. Ich meine, beeilen Sie sich. Widersprechen Sie mir nicht. Mich durch nichts abhalten lassen. Gute Unterhaltung. Oh, ich versinke ja. Helfen Sie mir doch. Oh. Bitte helfen Sie mir. Was erlauben Sie sich denn? Au, nein. Was machen Sie denn? Helfen Sie mir doch. Bitte geben Sie die Füße zusammen. Warum? Füße zusammen. Das ist schon ganz angenehm. Na, was ist denn? Oh, Verzeihung, ich sollte ja nicht singen. So. Fertig. Danke. Danke. Bitte. Groß. Das Knochen, wenn man kein anderes hat. Und ich sieht was. Sieht was besser. Ja. Muss ich aber ganz fisch. Muss ich wirklich fisch. Tja. Das sind so kleine Nadellöcher.
Ja, gut. Na, wie fühlen Sie sich, Herr Graf? Gut, lieber Lind. Du? Die wohnt ja nebenan. Wer? Ja, mit ihm. Ach so. Brauchen Sie etwas, Herr Graf? Nein, nein, danke. Alles in Ordnung. Ja, ja, ja. Graf, der hat hinaus. Schlafen Sie schon. Noch nicht ganz, gnädige Frau. Noch nicht ganz. Ich bin Christian. Was ich Sie fragen wollte. Ja? Wie lange war Ihr Chauffeur eigentlich bei Ihnen? 3 Wochen. Ich wollte sagen, 3 Jahre. So. Ja. Gnädige Frau, sagen Sie, wie gefällt Ihnen eigentlich mein Chauffeur? Also das heißt, Ihr Chauffeur. Sie meinen den Chauffeur meines Onkels? Ja, bitte, sagen wir, unser Chauffeur. Gott, der scheint ja ganz nett zu sein. Nur, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist gar kein richtiger Chauffeur. Wieso? Und wofür halten Sie ihn dann eigentlich? Für einen Buchstaben. Also, gute Nacht. Ja? Gute Nacht. Angenehme Nacht. Sagen Sie, wie machen Sie das eigentlich? Sie küssen mir die Hand und sprechen zu gleicher Zeit? Ja, das ist so meine Spezialität. So? Sie sind wirklich ein Original, Graf. Ja, genau. Gute Nacht. Küsse an. Hm? Also um 5 Uhr wecken, aber nicht verschlafen. Ja, ich habe noch nie verschlafen. Noch nie. Wunder, Wunder, wer es kennt. Kinder, jetzt habe ich meinen... Jetzt habe ich den Wecker vergessen. Das ist blöd. Was macht man jetzt? Herr Fichtenthaler. Herr Fichtenthaler. Einen Moment. Herr Fichtenthaler. Ja, was ist denn? Herr Fichtenthaler, haben Sie nicht eine Weckeruhr für... Was, so wie halt? Ob Sie nicht einen Wecker haben? Ein Wecker? Nein, den habe ich. Ha. Den Schachbassen, fahr! Und den hat er da! Ja, was denn? Was habe ich? Wecker habe ich keinen. Was denn? Sie werden von selber munter? Wer weckt denn dann da auf in der Früh? Na ja, mich weckt der Hahn. Na ja, ich kann mir doch nicht auf die Reise einen Hahn mitnehmen, ne? Das ist ja... Eigentlich, warum nicht? Kann ich auch machen. Um 5 Uhr wecken. Aber verlässlich. Aber nicht gackern. Dann krähen. Das macht man doch nicht am Tisch. Haben Sie eine nette Pfanne gehabt? Ja, ist es nicht herrlich hier, sagen Sie auch. Wunderschön. Haben Sie Hunger? Wollen Sie essen? Wollen Sie baden? Ja, also welche Frage soll ich zuerst beantworten? Welche Sie wollen, mein Lieber, welche Sie wollen. Also ich habe noch nichts gegessen und habe einen Mordshunger. Also packen Sie auf, ich habe... Oh, entschuldigen Sie vielmals, meine Liebe. Ich habe Sie noch gar nicht begrüßt. Wie geht es Ihnen? Danke. Na, bezaubernd sehen Sie aus, wie immer. Ich muss sagen, Sie werden von Tag zu Tag schöner. Oh. Was sagst du zu dem Mantel, Tante? Ist der nicht schick? Na, der ist recht berauschend. Hören Sie, drehen Sie sich doch und zeigen Sie sich mal um. Was?
ich meine, zeigen Sie sich und drehen Sie sich mal um. Aber gern. Na, und die Mädchen, nein. Wie haben Sie denn da hinten diese Schals zusammengeknubbelt? Ach, das entschuldigen ist... Sie, das ist nämlich aber etwas, was Sie immer schon... nicht alles auf einmal wissen, weil ich glaube, das länger hin. Ja, das ist nett. Also kommen Sie, lieber Präsident. Richtig, Sie haben ja noch einen Gast mitgebracht. Ja, natürlich, Graf Lerchenau. Wo stecken Sie denn? Ja, ja, ich komme gleich. Mein Gott, ich bin ja nicht sauber. Eins. Lieber Graf, ich heiße Sie herzlich willkommen in meinem Hause. Bitte, dürfte ich einen Moment. Wie geht es Ihnen? Dankeschön, ich danke. Ich habe eine hübsche Reise gehabt. Ja, war sehr schön. Was jetzt? Bitte, Fräulein, das trage ich mir lieber allein. Nein, Herr Graf, ich trage es schon. Bitte schön, bitte, Fräulein, ich trage mir. Aber trage nein, ich trage. Ich trage mir sie doch. Ich trage mir das lieber. Aber lassen Sie doch das für Mädchen. Nein, danke schön, danke schön. Oh, bitte, stehen mal so. Entschuldigung. Fräulein? Sein werkwürdiger Mensch. Du, das ist aber reif. Du, sag mal, wie kommst du zu diesem Chauffeur? Der sieht doch fabelhaft aus. Wirklich? Oh, ich habe ihn mir offen gestanden noch gar nicht richtig angesehen. Ist es erlaubt, meine Dame? Links? Links? Wir kennen uns ja schon. Oh, freut mich ganz besonders. Und mich auch? Na, da riecht es ja wundervoll. Vielleicht ist es mein Haar. Ich war gestern beim Friseur. Hm? Wäre immerhin möglich. Erlinde, wollen Sie mir helfen? Aber gerne, mein Fräulein. Sehr gerne. Herr Lind, wollen Sie mir nicht auch helfen? Aber gerne. Sie sind Sie den Gast? Oh. Ja, lieber Präsident, wie ist das jetzt? Wird denn in dem Haus überhaupt nicht gegessen? Ich habe mir Kraft auch schon am Morgen. Ja, wenn man so eine Partie macht, so eine große Autopartie, hat man selbstverständlich einen Riesenhunger. Ja, natürlich. Wenn ich zum Beispiel Gäste, ist ganz falsch. Also ganz falsch gedeckt, so denn? Na, selbstverständlich. Bitte, das Kinder wie links. Salatkinder, die hier links. Aber nein, lassen Sie das. Selbstverständlich. Hey, Fischbesteck ist innen, das ist schlecht. Sagen Sie mal, was machen Sie da, Graf Lerchenau? Ich muss ja das korrigieren, nicht wahr? Der Tisch war ja ganz falsch gedeckt. Nämlich die Salatkinder, die waren rechts. Und das Fischbesteck ist innen gelegen. Und das stört Sie so? Stört mich riesig. Mich kann das sagen. Ich kenne ja so einen Tisch. Nicht serviere ich, meine... Lieber Präsident, bemühen Sie sich mit Ihrem Freund in den Salon. Ich werde den Tisch umdecken lassen. Bitte schön, kommen Sie wieder rein. Bitte schön, ich werde aber gleich fertig gewesen. Es wird gleich fertig. Aber das Fischbesteck bleibt hier. Was, ach so. Ja, verzeihen Sie, das ist wahrscheinlich nur in Gedanken. Ich werde mir doch so suchen. Ich kann wirklich nicht verstehen, dass Sie diesen Grafen Lerchenau so nett finden. Weil ich augenblicklich in einer geradezu glänzenden Laune bin. Ich sehe alles himmelblau und rosenrot. Dafür bin ich so völlig mit den Nerven runter, dass ich jeden Augenblick explodieren kann. Ja, ich auch. Was ist denn? Ja, bei mir macht das die Luft, die Sonne. Ich werde ganz rabiat in diesem Klima. Was ist denn Sie gefahren, lieber Freund? Die Sonne. Liebste Emma, ich habe alle Steinbrüche, die ich auf dieser Fahrt besichtigen wollte, links und rechts liegen gelassen und bin mit 100 Kilometer Tempo zu Ihnen gerast. Haben Sie vielleicht einen Sonnenstich? Das hat mit Sonne nichts zu tun. Das ist Liebe. Ottokar. Emma. Ich bin Spaß. Da kommt jemand. Jetzt hast du nicht gegessen, Tante. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin ganz außer mir. Ist doch schon so spät. Ich weiß wirklich nicht, was in diesen Frutan gefahren ist. In diese Köchin gefahren ist. Bezauberndes Kleid haben Sie an. Ich bekomme bestimmt heute noch Migräne. Das ist der Scirocco. Nein, das ist die Sonne. Was kreischen denn die Mädchen so ohrenbetäubend? Wahrscheinlich ist der Chauffeur in der Küche. Der ist doch heute bestimmt der Hahn im Kopf. Glaubst du?
heute ist Vollmond. Ich möchte gern heute Nacht noch ein wenig rausschwimmen. Aber das kannst du ja. Ich bin schon gespannt, mit welcher dein Chauffeur anwandeln wird. Also die hübscheste ist die Hedwig. Aber das meiste Glück bei den Männern hat die kleine Antoinette. Also du, ich sage, sie macht jeden Mann verrückt. So. Und die schönsten Augen hat die Theresa. Du, die hat Augen, also in die muss man sich verlieben. Ach. Aber dein Chauffeur ist ja gar nicht in der Küche. Er geht doch da unten spazieren. Wirklich? Das hätte mich auch gewundert. Der ist bestimmt verliebt. Sonst würde er nicht so weltvergessen herumlaufen. Weißt du? Ich weiß auch, in wen er verliebt ist. So? In dich. Du bist ja verrückt. Es ist angerichtet. Na endlich! Komm, Kinder, komm. Ja, aber wo ist jetzt wieder der Graf Lerchenau? Wo steckt er denn? Graf Lerchenau hat schon gespeist, gnädige Frau. Hat schon gespeist? Ja, wo denn? In der Küche. Was? Ach, jetzt ist er da. Die Migräne. Aber warum hat er denn dann die Salatteller nach links stellen lassen? Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nichts mehr. Bitte fragen Sie mich nicht. Kommen Sie mal hier wieder. Was wollen Sie denn? Aber ich hab doch den Bronx. Aber was Sie haben im Kopf, voriges Mal haben Sie den Kopf mit dem gelben Jacke. Aber Sie sind eine streitsüchtige Person. Sie sind ja kindisch. Bitte, wenn Sie eine Einigkeit ist, höre ich überhaupt auf. Ja, ja, von fertig. Herr Graf, der Herr Präsident lässt bitten, Herr Graf möchte doch wenigstens nach dem Abendessen hinaufkommen. Die Herrschaften brauchen einen vierten zum Bridge. Ja, kann man machen. Sehr gut. Kann man machen? Kommen. Aber wir spielen nicht Bridge, wir spielen Baruch. Warum spielen wir nicht Bridge? Weil Baruch schöner ist. Ja, mir gefällt es auch besser. Aber ich war ganz auf Bridge eingestellt. Ja, bitte, da muss man sich heute umstellen. Ihnen eigentlich an, hier nachzugehen. Verzeihung, aber ich war bereits vor Ihnen, dachte ich, wollte auch hier baden. Dann baden Sie meinetwegen, aber nicht hier, sondern irgendwo anders. Hm. Nun, warum gehen Sie nicht? Alice, ich habe mich bemüht, den Abend, an dem ich Sie zum ersten Mal sah, zu vergessen. Und es geht. Lassen Sie meinen Arm los. Ich werde diesen Abend auch nie vergessen. Nie. Sie wollen mich loslassen. Noch nie hat eine Frau für mich so viel bedeutet wie Sie. Kommen Sie doch endlich zur Besinnung. Wir sind nicht mehr im Grand Hotel. Sie scheinen nicht zu wissen, was hier sind. Alice. Schweigen Sie doch. Um Gottes Willen. Eine Schlange. Kämpfen Sie mir doch, das ist ja eine Schlange. Aber das ist doch eine ganz harmlose Wasserschlange. Sie tut Ihnen doch nicht. Aber sie kommt ja direkt auf mich zu. Ich liebe Sie. Jagen Sie lieber die Schlange weg. Ich liebe Sie. Hören Sie denn nicht? Wie wollen die Schlangen? Kaffeehändler momentan befindet. Was hat denn der Kaffeehändler mit meinem Chauffeur zu tun? Hoffentlich viel.
Präsident. Entschuldigung, mein. So ein wunderbares Blatt hätte ich gehabt. Verzeihung, Verzeihung. Ali? Was ist denn? Du bist da plötzlich so verändert. Du, Käthe. Glaubst du, dass deine Tante etwas dagegen hätte, wenn ich Herrn von Schröder bitten würde, einige Tage hierher zu kommen? Sie würde sich bestimmt nur freuen. Ich möchte mich mit ihm verloben. Aber diesmal wirklich. Was? So plötzlich hast du dich entschlossen? Ja, ganz plötzlich. Sicher aus Angst, weil du sonst deine Dummheit machen könntest, hm? Vielleicht. Ich möchte bloß wissen, warum dieser Chauffeur gekündigt hat. Vielleicht hat er sich in eines meiner Mädchen verliebt. Vielleicht will er mit der Hedwig durchgehen. Ach, wie aufregend. Aber liebste Frau Emma, reden wir doch jetzt nicht von dem Chauffeur, sondern nützen wir doch die Zeit, als ob wir ungestört sind. Sagen Sie mir eins, kann ich heute, wenn alles schläft, noch auf eine halbe Stunde zu Ihnen kommen? Nein, damit wir uns entsprechen können. Was fällt Ihnen denn ein? Ich habe Ihnen ja so viel zu sagen. Nein, das ist ganz unmöglich, wenn uns jemand sieht. Ausgeschlossen, ich komme ja im Kriegsfilm. Dann werfen Sie mir noch am Ende alle meine kostbaren Vasen, oder? Keine Spur, ich habe ja Augen wie ein Luchs. Nein, nein, es geht trotzdem nicht. Ach, Emma, ich bitte Sie. Es ist ausgeschlossen. Sehen Sie an, Emma. Also, meinetwegen, dann kommen Sie schon. Aber nur auf ein Glas Cognac oder höchstens auf zwei. Ich werde um 11 Uhr mein Licht löschen und in meinem Zimmer an der Türe auf Sie warten. Emma! Ottokar! Du! Du! Kann man dieses Telegramm heute noch aufgeben? Natürlich, gnädige Frau. Ich gebe es dem Postamt telefonisch durch. Dann tun wir es. Fräulein Zambesi? Persönlich, Christian, bitte sind Sie nicht böse, dass ich so spät anrufe. Hier spricht Franz. Der Diener. Mit der Franz vom Grafen Lerchenau. Ach, vom Grafen Lerchenau. Was ist da? Wie lächelst du? Der Graf Lerchenau ist da, dass du ihn nicht unterstehst. Papa, ich verstehe kein Wort. Ja? Ja. Also ich soll die herzlichsten Grüße bestellen. Und Handküsse, natürlich. Und er lässt sagen, dass er gerade zufällig ganz in ihrer Nähe ist. Und ob sie ihn nicht besuchen möchten. Danke dem Herrn Grafen, wir lassen herzlich danken und nehmen seine Einladung an. Bist du wahnsinnig geworden? Besonders mein Papa freut sich sehr auf ein Wiedersehen. Noch ein Wort und... Aber wohin sollen wir denn eigentlich kommen? Aha, mit welchem Zug? Gut? Gib das Telefon her. Auch der Herr Graf wird am Bahnhof sein? Ja, ja, gut, wir werden kommen. Und du willst hier rein, dass ich mit dir dorthin fahre? Wenn dir das Leben deiner Tochter lieb ist, Papa, dann fahren wir. Yes, schön. Schon 11 Uhr? Thank you.
denn du mit dem Hahn? Ja, das ist ja mein Wecker. Herr Graf, es schlaft schon alles. Jetzt könnte man eigentlich das Zimmer wegkommen. Aber wozu denn? Ich habe aber schon alles hergerichtet, alles vorbereitet. Mit Charme, Hausschutz, Zahnbürstel. Nein, meinetwegen. Sehen Sie, Herr Graf, warum haben Sie denn eigentlich gekündigt? Gekündigt? Was? Wer hat das gesagt? Die Liste. Von Herrn Präsidenten hat gesagt, Sie haben gekündigt. So. Das stimmt. Stimmt vielleicht nicht? Doch, doch. Ja, deshalb brauchen Sie, Herr Graf, nicht aufzuregen. Ich werde die Sache schon arrangieren. Vielleicht wieder Zambesi? Natürlich. Zambesi kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Ja, das geht doch nicht. Der kommt ja morgen in der Früh schon an. Das interessiert mich nicht. Aber das ist doch ein furchtbar jähzorniger Mensch. Bitte, den hat er mal eine Zigeunerin prophezeit, dass er einmal einen umbringen wird. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Wer hat er mich? Und dabei habe ich eine Müdigkeit in mir. Diese Autofahrt, die liegt mir direkt dahin. In den Knochen. Na komm. Ja. Na, nix. Ich sehe nix. Und um 6 Uhr wecken. Etwa? Aber nicht wieder um eine Stunde früher. Schlaf, sag ich. Die?
um Hilfe gerufen? Ja, ich wollte mir ein Buch holen aus der Bibliothek und da hat mir plötzlich jemand heimtückisch die Kerze ausgeblasen. Das kann nur ein Einbrecher gewesen sein. Das ist doch kein Mensch hier. Der Geist kann mir die Kerze nicht ausgeblasen haben. Von da unten kann er es auch nicht ausgeblasen haben. Ach, bitte gehen Sie, Sie kompromittieren mich doch. Bitte lassen Sie mich wenigstens 2 Minuten hier. Ich sage, Sie sollen mit... Hast du das gehört? Das kam aus Käthes Zimmer. Ich habe gesagt, Sie sollen mich nur 2 Minuten da lassen. Käthe, bist du noch wach? Nein, aber warum fragst du denn? Weil mir so war. Entschuldige die Störung. Das konnte ich allerdings nicht ahnen. Aber eigentlich... Wisst ihr, was war denn? Nicht gar nicht. Morgens, wenn die Däne kriegt, den auf der Waffel ruft, Herrscher, die lauerten, die Lüfte weh, von Jagdhorn ruft das Echo halb. Heute besser. Vom Jagdhorn ruft. Guten Morgen. Das Echo, guten Morgen. Halb. Du bist ja sehr gut aufgelegt. Ja, ich habe auch eine sehr freudige Nachricht. Ja. Heute in der Früh, ganz zeitlich, habe ich das Telefonfräulein angerufen und hat mir eine Nachricht für den Herrn Präsidenten durchgegeben. Bitte, ich habe es aufgenommen. Steinbruch, Graf Lerchenau, äußerst ergiebig, empfehlen sofortigen Beginn der Schurfarbeiten. Wer hat das telegrafiert? Das hat der Ingenieur, der den Steinbruch untersucht hat. Du, da kommen wir ja wieder zu Geld. Jetzt sind wir saniert. Bitte. Du, da kann ich dir deinen rückständigen Lohn wieder feiern. Da kann ich ja dein Jagdhaus reparieren lassen. Du, und dann könnte ich auch heiraten. Ja. Die schon auf. Du lass mich jetzt allein. Jetzt brauchen Sie gar nicht mehr die Livree anziehen. Doch, doch. Die brauche ich noch zu einem ganz bestimmten Zweck. Alice, Sie waren einmal sehr lieb zu mir. Damals, als Sie noch nicht wussten, dass ich Chauffeur bin. Dass Sie es überhaupt noch wagen, mit mir zu sprechen. Ich werde Ihnen später alles erklären. Jetzt will ich nur eines wissen. Kommen Sie mit mir? Alice, kommst du mit mir? So etwas Ähnliches haben Sie sicher gestern Abend auch meiner Freundin gesagt, nicht wahr? Ja oder nein? Machen Sie den Wagen bereit. Ja? Wir fahren zum Flugplatz, meinen Bräutigam abholen. Man verdaut nur gut und schnell, hat man Ulrichsalz zur Stelle. Schlecht. Ulrichsalz ist für den Magen, was? Auch schlecht.
Guten Morgen. Morgen. Na, gut geschlafen, ja? Tja, geschlafen. Ach, ein himmlisches Wetter ist das halt, was? Berückend schön, ne? Ja, berückend schön und sehr heiß. Ja. Was wollen Sie denn, Kind? Was ist... Also bitte, lassen Sie das. Ich mache das alles allein, ja? Bitte schön, gehen. Bitte schön. Diese Arme, ich mache doch heute auch alles nervös. Ja, bitte schön, ich kann Sie einen Moment halten. Wie lassen Sie doch das? Bitte machen Sie keine dummen Witze. Ich bin heute sowieso völlig mit den Nerven runter. Wieso sind die Milch schwarz? Ach so. Ich habe ja auch die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Um Gottes Willen, Sie werden doch nicht die ganze Nacht auf mich gewartet haben. Aber vor meiner Tür war eine derartige Bewegung, ich konnte unmöglich zu Ihnen kommen. Dafür war aber Ihr Freund bei mir. Was, der Graf Herchelau? Jawohl. Ja, wieso denn? Weiß ich auch nicht. Plötzlich ist er neben mir in meinem Bett gelegen. Was? Noch dazu mit einem Hahn. Ah, das ist ja unglaublich, das ist ja ein Wüstling. Den fordere ich von meinen sämtlichen Pistolen. Wo ist er denn? Ja. Wo ist denn der Kerl? Ja, ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Aber das eine sage ich dir. Wenn dieser Franz noch einmal mit meiner blöden Ausrede kommt, wie damals mit den Masern für Erwachsene, so schieße ich ihn nieder wie einen Hund. Papa, da ist er ja. Franz! Nach Hause jetzt, Hirschbuben. Jawohl. Lassen Sie mich doch nicht allein. Hören Sie denn nicht? Ich will doch gar nicht mehr zurück. Also jetzt seien Sie kein Dickschädel und bleiben Sie stehen. Bitte bleib stehen. Also wenn du jetzt nicht stehen bleibst, ist alles aus. Willkommen zur ersten Lektion. Österreichisch für Anfänger. Heute richtig flirten. Ich mag das nicht gerne. Was so viel heißt wie, such dir ein anderes Opfer zum Anbaggern. Die korrekte Antwort.